Twitch.tv, ein Papo. Halle ja, ihr fingernagelknabbernden Einzeller am Üben. Ihr dachtet, nach gestern jetzt gibt es wieder reguläre Intros? Hahaha, nein. Die Perk-Bild-Exploration geht weiter. Heute mit dem Trickster und einer messerscharfen Performance. Also schnallt euch an, lehnt euch zurück und ergötzt euch an dem fantastischen Gameplay. Nicht vergessen zu kommentieren, zu liken und ein Abo mit Glockenaktivierung dazulassen. Es hilft und erfreut mich sehr. Und nun viel Spaß. Crazy. Judy, Trickster. Ich find's gerade ganz geil, durch das neue Update, dass wir halt echt viele neue Builds ausprobieren. Oh, da sind Scratchmarks, deswegen rennt man am Anfang der Runde nicht. Schade. Ah, lass schon mal. Lass mal. Oh, das geht echt schnell. Wir treten actually gar nicht, ne? Was ist denn hier los? Wo befinden sich denn Spieler? Guck mal, da hinten befinden sich zwei Spieler. Gehen wir mal dahin. So, erster Hit, let's go. Wir spielen gerade DBD natürlich. Wie ihr unschwer erkennen könnt. Gut, und da ist unser Overcharge aktiviert worden. Nicht Overcharge, ich sag... Oh Gott. Das ist mir aber schon lange nicht mehr passiert. Da ist unser Eruption aktiviert worden. Die Leute, die da dran saßen, können es erstmal nicht mehr repairen für eine gewisse Zeit. Was ganz geil ist. Bringen wir sie in den Keller, würde ich sagen, oder? Keller ist immer sehr viel Pressure für die Spieler. Weil es ein One-Way ist, wo ich halt gut, in Anführungszeichen, campen kann, Proxy-campen kann. Wir können jetzt direkt unsere Messer nachladen hier unten. Sehen, wo Leute sind. Wenn sich jemand in der Nähe eines Schrankes befindet. Oh mein Gott. Na gut. Moin. 10 Messer. Oh, okay. Guter. Oh, wir kriegen die Palette. Ja, sehr gut. Das ist sehr gut. Wir laden nach. Sehr, sehr gut für uns. Weil wir haben quasi automatisch Pressure. Da hinten wird gehealt. Wer denn hier rumgeschrien? Und wir haben die andere Person auf Phase 2. So. Und wir gehen mal rüber. Da drüben wurde sich gerade geheilt. Wir machen die Tür hier auf dem Weg auf. Immerhin, dann gehen wir mal dahin. Eventuell ist jetzt jemand im Keller. Ist aber okay. So, treten ihn auch nochmal gegen, wegen Eruption. Und Call of Brian. Zack, der Double Back. So, das sollten wir hinbekommen. Let's go. Und Eruption zweimal aktiviert. So, wir können Dings aktivieren gleich. Da geht's nicht rein. Okay, hier hinten ist auch noch wer. Wir machen kurz mal den Schrank auf. Nicht, dass hier irgendwer ist mit Dings. Ja, ich dachte nämlich schon, dass hier noch wer ist. Okay, die andere Person ist weit weg. Das heißt, wir kriegen jetzt drei Leute down. Was mega stark ist. Gut, alle aufhängen. Beziehungsweise, vielleicht hat irgendwer von denen Unbreakable, aber das ist okay. Und die dritte Person, die vierte Person muss es halt irgendwie rüberkommen. Wir können eine Person hinten noch aufhängen. Bevor wir das machen, werden wir natürlich hier nochmal gegentreten. Vier Jahre Papu-Disco, oh, da ist schon jemand da. Ist okay. Ist okay. Dann können wir actually beide Personen aufhängen, wahrscheinlich. Einer ist hier drinne.
Okay, hängen wir auf. Let's go! Aimbot aktiviert. Nee, Aimbot ist das nicht. So, die andere Person ist noch hier. Nicht? Okay. Nochmal nachladen, gucken, wo die Leute sind. Durch Dark Sense. Darkness revealed. Ja, die wollen jetzt natürlich resetten, was auch vollkommen in Ordnung ist. So, let's go. Aufheben. Aufhängen. Wir gehen wieder in die Richtung, weil die Person wird natürlich jetzt darüber gehen, um zu retten. Also vom Hook zu holen. Und dann können wir wieder Pressure da hinten in der Ecke machen. 18 Messer sind nicht genug. Deswegen laden wir einmal nach. Wieder mit Darkness revealed. Schauen, ob die da in der Nähe sind. Ja, wir sehen es schon. So, die ist wieder down. Die lassen wir aber liegen. Die andere Person rennt jetzt rüber zum Retten. Okay, schaffen wir leider nicht. Aim ist nicht on point. Okay. Okay, kurz alle Messer mitgenommen. Und dann hängen wir sie auf. Also bis jetzt, gute Runde. Gute Runde. Wir haben viel Pressure. Ich mag Eruption, Call of Brian sehr gerne als Kombi, muss ich sagen. Einmal kurz nachladen. Darkness Reveal zeigt uns an, wo die Leute sind. So, da hinten ist keiner. Hier, oh, da ist jemand. Verletzt sogar. Das ist für uns halt mega gut. Ja, das dachte ich mir schon, deswegen wollte ich gerade aufhören. Okay. Und hier wieder aufgehoben werden, das kannst du knicken. Du bist nämlich direkt aufgehangen. Hi, ich möchte mir voraus entschuldigen, falls ich unanständig schreibe. Ich habe Tourette und kann deswegen nicht... Alter, okay, Schaden, kein Problem. Mods, merkt euch das bitte. Okay. Let's go. Du kommst in den Keller. Also wir haben so viel Pressure gerade. Ist crazy. Aber krass, ich habe noch nie davon gehört, dass man auch Tourette beim Schreiben haben kann. Das ist mir echt neu. Aber cool. Cooles Feature wollte ich gerade sagen. Good to know wollte ich sagen. Cooles Feature. Richtig asozial. Stell dir mal vor. Meine Güte. Oh. Können wir nochmal gegentreten. Ist ja hier in der Area sowieso relativ eingefercht. Oh. Okay, let's go. Aber Eruption hat jetzt auch funktioniert, obwohl wir nicht M1 benutzt haben, ne? Beim Schreiben? Ja, ich kann das auch nicht, aber man lernt nie aus. So. Gut, zwei noch am Leben. Hier ist ein Totem, was wir auf jeden Fall wegmachen werden. Dann können sie sich nicht mehr so einfach heilen. Und hier hinten sind sie, guck mal. 19 Messer. Ah, es könnte sein, dass ich das nicht schaffe. Wir schaffen es doch. Nee. Nope. Das war einfach zu gut von uns gespielt. Da können wir uns den Win auch ruhig mal, da kann man sich auf die eigene Schulter klopfen und sagen, ja, Papo, das war richtig strong gespielt. Richtig strong gespielt, Eruption benutzt, Call of Brian genutzt.
Brutal Strength. Die Perk-Kombination ist. GZ, Gruß. Au, oh, du hast mitgespielt. Ja, GG. GG an der Stelle. Ich hab's doch nicht einfach gemacht, bin ich ehrlich. Also. Ich meine, den Vorteil, den ich hatte, war, ich hänge mir im Keller auf und sehe direkt jemanden, als ich rauskomme, ne? Das heißt, ich kann hier einen Chase spielen, ohne als Proxy-Camper oder Camper abgestempelt zu werden. Was halt mega strong ist, weil niemand kann in den Keller gehen, während ich in der Killer-Shack am Chasen bin. Aber GG's an der Stelle.